Herzlich willkommen zu meinem Tutorial, wie löse ich einen 3x3x2 Rubik's Cube. Zuerst mal möchte ich, dass ihr, also als Voraussetzung schildern, dass ihr einen 3x3x3 bereits lösen könnt. Wenn ihr diesen Würfel lösen könnt, seid ihr außerdem in der Lage, einen voll funktionalen 3x3x5 zu lösen. Und ja, fangen wir zuerst einmal an, den Würfel hier zu vermischen. So, zuerst einmal müssen wir alle gelben Steine auf eine Seite bringen und alle weißen Steine auf eine Seite bringen. Dazu müsste man jetzt, wenn ihr gar keinen weißen Kantenstein an der weißen Mitte habt, dann müsst ihr da einen hinbringen. Ich bringe mal den hier hoch. So, jetzt habt ihr einen 2x1 Block gebildet. Dann müsst ihr gucken, hier ist noch ein 2x1 Block. Den müsst ihr dann dementsprechend hinzufügen. Dann habt ihr einen 2x2 Block. Und dann muss ich noch einen 2x1 Block bilden, um den hinzuzufügen, um einen 2x3 Block zu kriegen. Hier habe ich jetzt keinen mehr. Das heißt, ich muss gucken, hier habe ich eine Ecke und hier eine Kante. Das heißt, ich kann die miteinander verbinden. Also, so. Und das kann ich dann da oben hinzufügen. Jetzt habe ich einen 2x3 Block. So. Und nun wird es ein bisschen komplizierter. Zuerst einmal bringt man die Kante nach hier. So, wenn ich jetzt hier wieder ein From-To mache, dann wird er dahin kommen, der Stein. Das heißt hier. Das heißt, ich bringe meine Kante dahin, um das zusammenzubringen. Jetzt habe ich einen 2x1 Block. So, nun habe ich hier eine Linie Spielfläche. Und nun, hier wird er landen, der Stein, wenn ich ihn hochdrehe und wieder zurück. Das heißt, dass man das zusammenbringen kann. Und so kann man relativ leicht die weiße und die gelbe Seite lösen. Natürlich ist hier jetzt noch alles falsch, aber das kommt jetzt im nächsten Schritt. Nun werde ich euch erstmal die Notation sagen für die Algorithmen. Die sind wie beim 3x3 Würfel. R', L. Das hier ist U, das hier ist Down, das wäre Middle, das ist Back, aber werden wir nicht brauchen, und das Front. Okay, nun gibt es zuerst mal einen Algorithmus, der zwei Ecken austauscht. Das heißt, wir bringen zuerst mal jetzt von der ersten Linie die beiden Ecken oder alle Ecken in die richtige Position. Hier sind noch keine Ecken zusammen bei mir. Das heißt, ich mache den Algorithmus irgendwo. Und der geht so. R2, U, R2, U', R2. Jetzt entire cube inverted. R2, U', R2, U, R2, D. Und die beiden Ecken sind zusammen. Jetzt muss ich nur noch die beiden austauschen, weil die beiden ja schon richtig sind. Und jetzt halte ich die beiden Ecken wieder hier hin. Und mache es nochmal. R2, U, R2, U', R2, entire cube inverted, R2, U', R2, U, R2. Und alle Ecken sind in richtiger Position. So. Nun müssen wir nur noch die Kanten in die richtige Position bringen. Jedoch habe ich jetzt hier einen Parity Case. Den erkennt man einfach daran, dass
zwei Kanten bereits richtig sind und zwei falsch. Oder dass die Kanten so angeordnet werden müssen, dass man es nicht hinkriegen kann, weil jetzt hier zum Beispiel, warte, ich zeige euch das am besten danach. Um diesen Parity Case zu beheben, muss man einen ganz einfachen Algorithmus machen und der geht so. R2, U2, R2, U2, R2. Nun habe ich drei Kanten. Und jetzt kann ich, gibt es einen Algorithmus, der drei Kanten vertauscht. Dazu halten wir wie beim 3x3, wie beim PLL, die Kanten so vor uns, dass hier hinten die richtige Kante ist. So. Und nun, um die Kanten zu tauschen, gibt es einen Algorithmus. Und dieser Algorithmus geht so. R2, front to R2, U prime, R2, front to R2, U2 prime, R2, front to R2, U prime, R2, front to R2. Okay. Nun zur nächsten Layer. Die löst man genauso wie diese Layer. Das heißt, ich gucke erst wieder, wo sind die Ecken. Hier sind sie richtig. Das heißt, ich muss die beiden hier austauschen. Und dann mache ich wieder den Algorithmus. R2, U, R2, U prime, R2, entire cube inverted, R2, U prime, R2, U, R2, D. Okay. Nun nur noch die Kanten. Jetzt habe ich den Fall, dass die beiden ausgetauscht werden müssen. Und die beiden. Das heißt, ich mache einfach den Edge-Sizel zweimal. Okay, dann fangen wir an. R2, Front to R2, U Prime, R2, Front to R2, U2 Prime, R2, Front to R2, U Prime, R2, Front to R2. So. Und eines richtig. Jetzt halte ich das wieder so vor mich. So, jetzt mache ich das Ganze einfach nochmal. Halte das richtige Stück hier hinter mich. R2, front to R2, U prime, R2, front to R2, U2 prime, R2, front to R2, U prime, R2, front to R2. Und der Würfel ist gelöst.